zum nun fünften Wücke-Wücke-Video für 2021. Weil so viele danach gefragt haben, mache ich noch ein letztes Wücke-Wücke-Video mit dem ganzen Rest, den ich noch gekauft habe. Ich hoffe, euch haben die ersten vier Videos gefallen und bedanke mich schon mal für die ganzen Reaktionen, die ich darauf bekommen habe. Es hat mich sehr gefreut. Und ja, heute gibt es ein kleines Special, denn meine letzten Wücke-Wücke-Videos sind bis auf eine alle zum Thema Essen und Trinken. Das heißt, es ist mal ein bisschen was anderes als die Fukubukuro zuvor. Ich habe hier 1, 2, 3, 4 Fukubukuro neben mir stehen und in diese schauen wir mal rein. Wir starten mit dieser Kiste hier. Das war die allererste davon, die ich mir gekauft habe. Allerdings ist es leider kein Fukubukuro-Design, sondern nur eine Kiste mit Sachen drin. Das haben sie online ein bisschen schöner gezeigt. Aber ja, diese Fukubukuro habe ich auf Rakuten gekauft. Und zwar hatten sie da verschiedene Angebote und ich habe ein bisschen überlegt, welches ich nehme. Denn man konnte vorher schon schauen, was denn in der Fukubukuro genau drin ist. Das heißt, es wurden sogar die Preise aufgelistet und der Preisvorteil, den man dann hat, wenn man sie in dem Set kauft. Und ja, ich habe mich für diese entschieden. Diese ist von Lipton. Und ja, ich zeige euch mal, was da drin ist. Insgesamt hat sie, glaube ich, 3600 Yen gekostet, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich habe noch ein paar Rakuten-Punkte benutzt. Das heißt, ich habe am Ende mit meinen Punkten nur 3000 Yen dafür bezahlt. Und ja, wir schauen jetzt mal rein. Das Ganze sieht dann so aus. Ich habe diese Kiste hauptsächlich gekauft, weil ich hatte schon mal bei Lipton Online von Lipton Sachen bestellt und da war dieser Werbeflyer dabei mit ein paar Sachen, die ich gerne ausprobieren wollte. Die Rooibos-Tees habe ich inzwischen schon mal gekauft und alle probiert gehabt, aber ich hatte auch Interesse an diesen anderen. Und die waren alle in dieser Kiste enthalten, da habe ich mir gedacht, komm, wir nehmen die. Da lässt es sich gut mal ausprobieren. In der Kiste enthalten sind einerseits diese Rooibos-Tees. Ich habe diese schon alle gekauft, ich habe diese schon ausprobiert. Es gibt noch eine weitere Sorte, da ist ein Probepäckchen dabei. Das Probepäckchen ist von der Rooibos Apfelsorte. Dann sind zwei Packungen von der Vanille mit dabei. Und hier ist auch noch einmal Erdbeere. Wie gesagt, ich habe die alle schon da, ich habe die alle schon probiert und ich trinke die sehr, sehr gerne. Ein Grund, warum ich mir die Kiste auch gekauft habe, weil ich weiß, ich mag diese Tees. Deshalb hat es für mich schon allein gelohnt, weil diese Tees wieder mit dabei sind. Die finde ich wirklich sehr, sehr lecker und die trinke ich sehr, sehr häufig. Dann noch eine Sorte, die ich oft im Sommer getrunken habe. Das ist ein Tee zum Kaltaufbrühen. Das heißt einfach nur Teebeutel rein und Wasser und das war's. Der ist auch ganz lecker. Davon hatte ich mich im Sommer schon eingedeckt. Das ist jetzt noch eine Zusatzpackung. Der ist mit Rooibos und White Peach. Der ist auch sehr lecker. Da gab es auch viele verschiedene Sorten von. Die habe ich mir alle geholt im Sommer und sehr viel getrunken. Ein Grund, warum ich mir auch eine Lipton-Box geholt habe, weil ich sehr, sehr viel Lipton-Tee trinke in letzter Zeit, der mir wirklich sehr gut schmeckt. Und ja, deshalb hat es sich für mich gelohnt. Das waren die Sachen, die ich schon kannte. Der Rest ist neu für mich und ich bin sehr gespannt, diese auszuprobieren. Einerseits die Sachen, die mich interessiert haben. Das ist Botanic Tea, also botanischer Tee aus verschiedenen Sachen zusammengesetzt. Einmal der Pure Cleans. Der besteht aus Peppermint, Lemongrass, Nectarou, ich weiß nicht, was das ist. Und ja, und grünem Tee, also ist auf grüner Teebasis mit einigen Kräutern hinten drauf zu sehen. Da bin ich sehr gespannt, wie der sein wird. Die sollen gut für den Körper und die Seele sein. Das gleiche gilt hier für den Beauty-Tee. Da sind auch einige Sachen drauf. Hinten steht Hibiskus, Hagebutte und rote Beete drauf. Und es ist auf einem Rooibos basierend. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wie der schmecken wird. Und dann haben wir noch ein fürs Schlafengehen, ein Bedtime-Bliss. Der ist mit Lavendel, Kamille und Lindenblüten basierend auf einem koffeinfreien Tee. Weiß ich nicht, was genau das da der Bestandteil ist. Aber ja, das sind diese drei Pure Beauty Bedtime Teesorten, die botanischen Teesorten, die ich gerne mal ausprobieren wollte. Die habe ich jetzt als Set da und da bin ich schon sehr gespannt, wie die dann schmecken werden und ob die irgendwelche besonderen Wirkungen haben. Ha. Dann ebenfalls enthalten sind diese Keep and Charge Tees. Die habe ich schon öfter jetzt in der Werbung gesehen. Die sind eigentlich für die Flasche, aber
Man kann ja auch eine normale Flasche verwenden. Da macht man den Teebeutel einfach rein und lässt ihn drinnen. Man muss ihn nicht nach einer Weile rausnehmen. Und ja, das bin ich sehr gespannt. Das ist allerdings auf Schwarztee basierend, wenn ich das richtig sehe. Ich bin nicht so der normale Schwarztee-Fan. Deshalb muss ich mal gucken, ob die mir schmecken werden. Da bin ich sehr gespannt, wie es sein wird. Aber sie sehen schon mal relativ gut aus. Es wird auf jeden Fall ein Experiment bei denen werden. Auf was ich mich wirklich sehr gefreut habe, ist dieser Lemon Tea. Das ist Teepulver. Ich kann es hier schütteln, da hört man es. Ja, ich habe mir schon mal Teepulver für Lemon Tea geholt. Das habe ich sehr, sehr gerne getrunken. Und ja, jetzt habe ich das direkte von Lipton. Ich trinke den fertigen Lemon Tea von Lipton sehr gerne, aber hier finde ich es halt praktisch, dass man selbst dosieren kann, wie stark er ist, wie viel Zucker dann drin ist, mit wie viel Wasser man es mischt. Deshalb finde ich das Pulver ganz nett und ich mache mir auch immer meine eigenen Flaschen, wenn ich auf Arbeit gehe. Da kann ich meinen Lemon Tea selber anmixen. Also auf diese Packung habe ich mich gefreut. Da ist auch einiges drin. Es sind, glaube ich, 400 Gramm. Genau, 400 Gramm Teepulver. Damit komme ich, denke ich, mal eine Weile hin. Auf den freue ich mich schon richtig. Das Einzige, wo ich ein bisschen skeptisch war bei dieser Fukubukuro, ist dieser hier. Das ist ein Royal Milk Tea. Ich mag Milk Tea absolut gar nicht. Ich werde ihn wahrscheinlich nur einmal probieren und wenn er mir nicht schmeckt, dann meinen Kollegen unterjubeln. Die freuen sich immer über Tee oder an irgendjemand anderem weitergeben. Wie gesagt, Royal Milk Tea steht hinten auch irgendwas drauf, wie man ihn zubereitet mit Milch und dem Tee und der Mikrowelle und alles. Aber ich war noch nie ein Fan vom Milk Tea. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das was für mich ist. Aber dafür sind Fukubukuro ja auch da, dass man mal ein bisschen was Neues zum Probieren hat. Das waren alle 12 Teepackungen, die in meiner Lipton Fukubukuro enthalten sind. Und hier seht ihr nochmal eine Übersicht. Hier seht ihr nochmal die ganzen verschiedenen Teesorten. Da freue ich mich wirklich schon drauf auf mein tägliches Teetrinken. Dann hier eine Fukubukuro, die ein kompletter Spontankauf war. Ich habe sie gesehen und mitgenommen. Wir waren nämlich im Ion einkaufen und da standen ein paar Fukubukuro rum und ich habe gesehen, oh, die ist mit Cornflakes und das sind alles Cornflakes-Sachen, wo keine Rosinen drin sind, weil ich esse ja keine Rosinen. Ich bin da sehr, sehr wählerisch. Und ja, ich habe sie gesehen und da sind ein paar Sorten dabei, die ich sehr mag. Unter anderem einmal die Choco Nuts, die esse ich sehr, sehr gern. Und diese Mummel Flakes hatte ich letztens auch schon probiert. Die Coconut Flakes habe ich noch nicht probiert, aber es hat sich sehr ansprechend angehört. Und Cornflakes und Müsli und alles sind in Japan sehr, sehr teuer. Weshalb ich sie nicht mehr so oft esse, weil es immer schon eine kleine Gönnung ist. Und ja, diese Fukubukuro hat 1000 Yen gekostet. Ich glaube 1080 mit Steuern. Und deshalb habe ich sie mir gleich mitgenommen. Ich habe sie sogar noch zugelassen, damit es schön aussieht fürs Video. Und habe jetzt so lange gewartet, bis ich irgendwas daraus esse. Und ja, ich schneide sie jetzt mal auf und wir gucken mal direkt rein, was drin ist. Obwohl es draußen ja schon draufsteht. Vor allem bei Fukubukuro, wo es um Essen und Trinken geht, da steht meistens draußen schon drauf, was drin ist. Ich schätze mal, das liegt daran, um zu kontrollieren, dass man keine Allergien hat und ob die Sachen für einen okay sind, weil bei Essen muss man ja immer ein bisschen aufpassen, ob man es wirklich mag. Aber ich finde es ganz nett, wenn man auch schon ein bisschen weiß, was alles in seiner Fukubukuro drin ist, wenn man eine unter anderem mit Essen kauft, damit man weiß, ob man sich darauf freut oder nicht. Also wie gesagt, wir schauen hier mal rein. Einmal haben wir hier diese Daimame Flake. Die finde ich wirklich sehr lecker. Da hatte ich mir letztens schon einen Großpack gekauft. Das war, glaube ich, ein Angebot auf Amazon für 6 Packungen. Die habe ich jetzt auch fast aufgegessen. Das heißt, ich bin ganz froh, dass da noch eine neue dabei ist. Die finde ich wirklich sehr, sehr lecker. Die kann ich nur empfehlen. Und ich schätze mal, dass die Coconut Flakes, ich schaue mal, ob ich sie gleich finde. Hier, das sind die Coconut Flakes dazu. Ich schätze mal, die werden genauso lecker sein. Die sind zumindest auf die gleiche Weise hergestellt. Ich finde die hier super lecker und ich bin auf die natürlich jetzt auch gespannt, wie die schmecken werden. Über die freue ich mich wirklich sehr. Dann ist hier, wie gesagt, eine Tüte mit Choco Nuts drin. Ich finde diese Art von Granola wirklich sehr lecker. Da haben sie auch immer sehr viel Auswahl. Ich habe aktuell, glaube ich, eins mit Schoko und Banane. Das finde ich auch sehr lecker. Und hier sieht man hinten drauf auch,
Das ist mit verschiedenen Arten von Nüssen gemacht. Vor allem sind noch Cashewnüsse drin. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da freue ich mich schon. Und ja, es sind keine Rosinen drin. Darüber freue ich mich natürlich am meisten. Die sehen wirklich sehr lecker aus. Da freue ich mich schon auf mein Frühstück mit. Diese Donuts-Cornflakes habe ich schon öfter im Laden gesehen. Die habe ich aber nie mitgenommen, weil sie für mich nicht special genug aussahen, dass sie irgendwas Besonderes zum Frühstück sind. Ich bin jetzt sehr gespannt, die zu probieren und gucken, wie sie so schmecken. Sehen auf jeden Fall sehr niedlich aus. Und man zeigt auch hier hinten, man kann sie entweder zum Frühstück essen in Milch oder zum Beispiel nachmittags als kleinen Snack auch trocken. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Mal schauen, wie die Donuts hier schmecken. Die fünfte Packung ist dann diese hier. Die sieht ein bisschen mehr erwachsener aus. Da steht gleich irgendwas von der Tagesration von irgendwelchen Sachen. Ich schätze mal Getreide und Co. ist auf jeden Fall drin. Allerdings ist dort auch Satsumaimo, also Süßkartoffel, drin. Da bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie die schmecken werden. Aber ich weiß nicht, ob der Geschmack da wirklich so sehr rauskommt in dem anderen Getreide. Also da ist eine Sorte, die werde ich mal probieren und mal gucken. Das Gute ist ja, man kann Cornflakes ja immer mixen. Ich habe jetzt auch letztens meine Schokobanane mit den normalen Mammelflakes gemixt immer. Das schmeckt auch immer richtig gut. Und ja, wenn mir die nicht so sehr schmecken, dann mixe ich sie irgendwo unter, damit der Geschmack nicht so stark ist. Aber sie sind auf jeden Fall auch sehr interessant und ja, ich bin gespannt, sie zu probieren. Insgesamt waren jetzt in meiner Fukubukuro hier 5 verschiedene Sorten Cornflakes und ja, hier habt ihr auch nochmal einen kleinen Überblick. Hier sind die verschiedenen Sorten an Müsli bzw. Cornflakes, Granola, wie auch immer man es nennen möchte. Von den Cornflakes geht es jetzt über zu dieser kleinen Box. Die finde ich schon allein vom Aussehen richtig toll. Das ist auch eine, die ich mir online bestellt habe. Die kam auch relativ spät an, weil ich sie wirklich erst nach Neujahr bestellt hatte und der Laden eine kleine Neujahrspause hatte. Deshalb kam die Box auch erst am 9. Januar, glaube ich, bei mir an. Ich habe so lange auch mit diesem Video warten müssen, bis alles da ist. Und ja, wir schauen mal rein. Habt ihr schon eine Idee, was drin sein könnte in meinem kleinen Daruma? Das Ganze sieht innen drin so aus. Eventuell könnt ihr jetzt schon schätzen, es ist ziemlich grün gehalten. Hier dreht es sich um Matcha. Das Ganze kommt von einer Firma aus Shizuoka und ja, die produzieren Matcha, grünen Tee, Matcha, Sweets und alles mögliche. Diese habe ich auf Rakuten gefunden und mir dort auch meinen Daruma gekauft. Der hat zum Jahre 2021 Yen gekostet. Allerdings plus Versandkosten und da habe ich ein bisschen rumgetrickst. Denn ab 3000 Yen war der Versand frei und der hätte nochmal 770 gekostet. Das heißt, ich habe mir für 1000 Yen noch ein paar Cookies dazu bestellt. Dadurch bin ich quasi über die Versandkostenfreigrenze gekommen und habe ein bisschen mehr für mein Geld bekommen. Aber wie gesagt, der Daruma selbst hat 2021 Yen gekostet und wir schauen jetzt mal, was da alles drin ist. Wie bereits gesagt, dreht es sich um Matcha. Hier ist eine Tüte Matcha Latte dabei, auf den bin ich sehr gespannt. Der sieht auf jeden Fall schon mal sehr viel edler aus als den, den ich mir sonst kaufe. Der sieht wirklich sehr lecker aus, den kann man auch kalt und warm trinken. Und ja, ich liebe Matcha Latte über alles und ja, ich freue mich sehr auf diesen. Ich möchte ihn gerne sofort ausprobieren. Eine weitere Packung Tee ist hier drin mit Hojicha. Das ist auch grüner Tee, allerdings geröstet, hat also eine braune Farbe. Das sind Teebeutel drin, insgesamt 15 Stück. Da bin ich sehr gespannt. Hojicha bin ich immer so ein bisschen gespalten. Manchmal schmeckt er mir, manchmal nicht. Das kommt immer ein bisschen sehr darauf an, wie stark der Geschmack von der Röstung ist. Aber auf den bin ich auch sehr gespannt und möchte ihn gern probieren. Und da hat auch schon mein Mann hier geschrien. Er ist nicht so der Matcha-Fan, aber Hojicha möchte er auch gerne probieren. Und der Rest sind alles Sweets, ein Grund, warum ich sie bestellt habe. Einerseits sind hier ein paar Matcha-Cookies dabei. Da in Shizuoka man den Fuji sehen kann, ist dann natürlich der Fuji auch abgebildet. Das ist auch das, was ich mir für 1000 Yen mehr gekauft habe, ein extra Set von den Cookies. Die sehen wirklich sehr lecker aus und auch noch ein paar Tage haltbar.
Auf die bin ich sehr gespannt. Die sind auf jeden Fall schon sehr, sehr grün. Ich hoffe, dass das ein starker Matcha-Geschmack sein wird. Hier sind dann noch zwei Tüten von einem kleinen Art Küchlein drin, auch mit Matcha-Geschmack. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich weiß noch nicht ganz, wie diese aufgebaut sind. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie diese gemacht worden sind, welche Art von Küchlein das ist. Und ja, sie sind nicht sehr groß, also sie sind, glaube ich, nur hier so die Größe hier. Aber sie sehen auf jeden Fall auch wieder sehr high quality gemacht aus von der Verpackung. Ich bin da wirklich sehr gespannt, wie diese denn schmecken werden. Dann noch ein Zweier-Set, das sind diese Manju, wie man sehen kann, mit einem Kuh-Design drauf, passend zu dem Jahr des Ochsens, der Kuh oder wie auch immer man es nun nennen möchte. Die sind wirklich sehr niedlich gestaltet und ja, Manju esse ich sowieso gerne, da bin ich auch gespannt. Diese sind natürlich auch mit Matcha drumherum und ich schätze mal innen drinne, wie üblich mit Anko gefüllt. Die sehen auf jeden Fall lecker aus, die möchte ich auch bald probieren. Und worauf ich mich am meisten freue, ist das hier. Das ist eine kleine Ecke Matcha-Baumkuchen. Ich finde den Matcha-Baumkuchen immer sehr, sehr lecker. Eigentlich esse ich immer einen aus Kyoto, den Kyo-Baum, den ich über alles liebe. Aber wir probieren jetzt mal den aus Shizuoka aus. Der sah auf den Fotos auch schon sehr, sehr lecker aus und ich bin sehr gespannt. Am liebsten hätte ich mir gleich so eine große Packung gekauft, aber leider kostet ein Baumkuchen 2000 Yen, was ein bisschen sehr, sehr teuer ist und sagt, wir probieren jetzt erstmal die kleine Ecke aus. Hier ist noch ein kleiner Werbeflyer vom Laden enthalten, unter anderem mit diesen leckeren, mit Matcha-Creme gefüllten Daifuku. Die sehen natürlich auch sehr, sehr lecker aus. Da hatte ich auch überlegt, meine Packung mitzubestellen, aber das kann man ja immer wieder machen. Und ja, da ist natürlich ein bisschen abgebildet, was sie auch haben. Hier ist dieser wunderschöne Baumkuchen, von dem ich geredet habe. Der sieht sowas von lecker aus. Das sind, glaube ich, die kleinen Küchlein, die wir mit drin haben. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das alles schmecken wird. Ich liebe ja Matcha über alles. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Und auch hier habe ich natürlich nochmal einen kleinen Überblick, was alles in diesem Daruma drin ist. Hier seht ihr nochmal die Getränke, den Matcha Latte und den Hojicha. Und die kleinen Küchlein, der Matcha-Baumkuchen, ich finde den Bär da draußen so niedlich. Die drei Kekse und die zwei Manju und natürlich der kleine Werbeflyer dazu. Zu guter Letzt habe ich noch diese kleine Mini-Fuku-Bukuro. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Bei unserem Hatsumode, dem ersten Schreinbesuch des Jahres, haben wir uns Omikuchi, also die kleinen Glücksorakel, geholt und sie hatten einige zur Auswahl. Eigentlich hatte ich mich schon für diesen kleinen Daruma entschieden, aber dann hat dann doch mein kleines Fukubukuro-Herz etwas höher geschlagen und ich musste diese Mini-Fukubukuro nehmen. Die haben 300 Yen jeweils gekostet und man konnte sich halt eine davon rausnehmen. Innen drin ist ein kleines Glücksorakel enthalten und ein kleiner Anhänger. Man konnte vorher schon sehen, dass es zwei verschiedene Sorten gibt. Ich hatte ein bisschen auf eine Blume gehofft, es war dann aber doch keine. Aber es war wirklich sehr, sehr niedlich. Ich habe unter anderem, ich hole die Sachen mal raus. Ja, das sind die kleinen Glücksorakel, die man immer am Schrein kaufen kann. Leider ist es natürlich nur auf Japanisch. Manche größere Schreine und Tempel bieten die auch auf mehreren Sprachen an. Wenn möglich, hole ich sie immer auf Englisch, damit ich sie besser lesen kann. Ich habe allerdings, naja, ein normales Glück erhalten. Ich glaube, es ist so, man kann es nicht erkennen. Es ist nicht so schlecht, was da draufsteht, deshalb habe ich es behalten. Allein, um den Inhalt meiner Fukubukuro zu behalten. Mein Mann hat sich ein normales geholt und hatte keine so besondere Vorhersagung. Das heißt, wenn man das hat, dann faltet man das Papier und lässt es am Schrein angebunden an einem bestimmten Seil dann beim Schrein zurück, damit sich die Priester dort darum kümmern, um das schlechte Glück. Aber ich finde meins gar nicht so schlecht, auch wenn es nicht das allerbeste ist, deshalb habe ich es mit nach Hause genommen. Ja, neben dem Glücksorakel ist ein kleiner Anhänger enthalten, ich zeige ihn euch mal. Ich habe diesen hier, das ist ein kleiner Glücksstein. So, in einer orangen Farbe mit einem lila Band. Da bin ich mir überlegen, wo ich ihn jetzt hin tun werde, ob ich ihn irgendwo in meine Tasche dran mache zum Mitnehmen, damit er mich beschützen kann dieses Jahr. Auf jeden Fall sehr, sehr niedlich. Wie gesagt, es gab auch kleine Blümchen als Anhänger, die wären mir lieber gewesen, aber der ist eigentlich auch ganz schön. Ich finde die Farbe vor allen Dingen schön.
die kleine Tüte mit meinem Glücksorakel und dem süßen Anhänger. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt alle meine Fukubukuro. Insgesamt habe ich 9 Stück gekauft. Ich habe gar nicht zusammengerechnet, wie viel Geld ich ausgegeben habe, aber ich schätze mal, es sind knapp um die 200 Euro noch geworden, wenn nicht sogar ein klein bisschen mehr. Aber so ist das jedes neue und ich schätze mal, ich werde im kommenden Jahr nichts anders machen und genauso viele Fukubukuro wieder kaufen. Es macht mir einfach sehr viel Spaß, diese Überraschungstüten zu bekommen und auszupacken. Und ja, es gibt so viele Angebote, da freue ich mich wirklich jedes Jahr drauf. Es hat mich auch sehr gefreut, dass so viele die Videos anschauen und kommentieren und Däumchen hoch da lassen. Ich würde mir wünschen, das wäre bei den anderen Videos auch so, denn ab jetzt geht es wieder normal weiter mit meinen Reisevideos und anderen Sachen, die ich so erlebe. Ich hoffe, dass ein bisschen Schwung von dem Fukubukuros überschwappt und euch auch die nächsten Videos gefallen werden. Denn ich habe noch jede Menge Vorrat, den ich noch schneiden muss. Es gibt noch ein tolles Fuji-Video. Es gibt noch Videos vom Disneyland und vom Disney Sea. Es gibt noch Videos von unserer Kyoto-Reise und noch vieles, vieles mehr, was ich noch bearbeiten muss. Und ja, ich hoffe, ihr schaut da auch rein. Ich möchte in Zukunft auch wieder noch ein paar mehr Redevideos machen, wo es sich um bestimmte Themen dreht. Da muss ich aber mal ein bisschen schauen, das muss ich immer ein bisschen planen. Und das hat mit den Fukubukuro-Videos gerade auch nur so gut geklappt, dass ich so viele auf einmal machen konnte, weil meine Schule gerade zu hat für 3 Wochen über Neujahr. Da passt das richtig gut, da kann ich nämlich auch ein bisschen filmen. Meine Schule macht jetzt wieder auf und ich muss wieder arbeiten gehen und auch meine anderen Nebentätigkeiten verlangen wieder mehr Zeit von mir. Deshalb muss ich mal schauen, wie das jetzt in Zukunft wieder wird mit dem Hochladen von Videos. Auf jeden Fall hoffe ich euch, dass dieses Video euch wieder gefallen hat. Lasst mir weiterhin ein paar Daumen hoch da und schreibt mir gerne ein paar Kommentare. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst mir auch ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis bald!